Oliver Geißelhardt ist bei mir zu Gast. Das Buch der Topseller bei Amazon, Schieb das Schaf. Und wenn ihr wissen wollt, was es mit Sellerie in Gries auf sich hat, dann fragt ihr diesen Mann. Da seht ihr ihn. Oliver Geißelhardt, er ist da. Schön, dass du da bist, Olli. Ja, freue mich auch. Dein Buch mitgebracht hast und wir darüber sprechen können jetzt endlich, jetzt wo es raus ist und auch gleich tierisch die Charts stürmt. Unglaublich. Bist du selber ein bisschen überrascht von dem Erfolg? Ja, total. Also, vor allem ein Vokabelbuch. Ja, ja. Wir haben gedacht, die Top 100 wären schön. Und dann war es wirklich am zweiten Erscheinungstag, das war letzte Woche Donnerstag, auf Platz 1. Ja. Unbelievable. Gesamtbücher. Ne? Also Amazon hat 10.534.000 lieferbare Buchtitel und davon einen Tag lang auf Platz 1. Das ist der Hammer, oder? Der Gedächtnisexperte merkt sich auch gleich, wie viele Bücher bei Amazon. Ja, hallo. Einmal lesen, drin ist es. So eine Zahl, ja klar. Ich habe es gerade gesagt, Sellerie in Gries unter anderem. Klingt total eklig, wenn man es essen muss. Als Gericht. Genau, als Gericht eklig, aber wenn man sich das merkt einfach als kleinen für den Hinterkopf, um sich eine englische Vokabel zu merken, Salary Increase. Genau, also du kriegst dann deine Gehaltserhöhung, wenn du den Teller mit Salary Increase auch aufisst. Richtig. Salary, das Gehalt, Increase, die Erhöhung, Salary Increase, Gehaltserhöhung. Und man kann sich eine Sellerieknolle in Grießbrei vorstellen, Salary Increase. Also alle aufgepasst. Auch die Eltern ganz besonders, bei deren Kids es nicht so gut läuft vielleicht im Englischunterricht. Dieses Buch ist der Hammer, wenn man sich Englischvokabeln merken muss, vor allen Dingen. Ja. Auch wenn es gut läuft, ja, geht und das dann auch mit Spaß. Das ist, ja, klar, ja, natürlich, genau. Auch wenn es gut läuft. Aber gerade bei... Ne? Also, ja, ja, klar. Ja. So ist es halt. Ich sag für jedermann, es sind auch so viele witzige Geschichten drin. Also... ja, ich bin immer wieder, nein, es ist wirklich, wenn ich reingucke, es gibt so viele witzige Sachen. Apprentice zum Beispiel, ne? Also Auszubildender auf Englisch. Wenn einer jetzt so ein bisschen einen bayerischen Dialekt drin hat oder den so ein bisschen drauf hat und er überlegt sich dann, ein bayerischer Auszubildender, ja, Auszubildender heißt ja Apprentice, ein bayerischer Auszubildender eines Sägewerkes zum Beispiel, der spielt mit ein bisschen Feuer, das Ding fängt Feuer, brennt dann ab und er steht draußen und sagt so ein Schmarrn, Apprentice, sagt der Apprentice. Ja, super. Und das Problem war ja immer, im Normalfall mache ich ja Vorträge, Workshops und Seminare für große Firmen, wenn die irgendwie Kunden-Events oder Mitarbeiterveranstaltungen haben und buchen mich da. Dann mache ich natürlich auch so ein paar Vokabelbeispiele mit den Leuten. Ich mache, wie merkt man sich Namen und Gesichter? Wie merke ich mir meine PIN-Nummer oder Telefonnummern? Wie merke ich mir wichtige geschäftliche Daten? Oder wie halte ich eine Rede frei? Alles solche Geschichten. Und da kam bei den Vokabeln immer wieder raus, dass die Leute, also der Großteil der Anwesenden, dann würde gerne noch eine neue Sprache lernen, wenn er von sich glauben täte, dass er dafür Talent hätte. Aber die meisten Menschen denken, sie haben kein Vokabeltalent, kein Sprachlerntalent. Ja. Und damit beweise ich halt jetzt das Gegenteil. Es kam aber immer wieder raus bei den Vorträgen, dass die Leute keine Lust haben, diese Verbilderungsgeschichten selber zu basteln. Mhm. Ja, deswegen in dem Buch, es steht hier über 1000 Vokabeln, steht drauf, es sind 1500, wir haben es nochmal nachgezählt. Es sind 1500 Englischvokabeln komplett fertig verbildert, hier hinten quasi in Wörterbuchform. Und wenn man jetzt zum Beispiel... Gerade der Tom zoomt gerade ran, können wir mal kurz den Inhalt des Buches mal zeigen, dass du ihn mal so... Wo sind wir? Ist das gut so? Jetzt können wir das mal sehen. Also, ja, genau, so ist prima. Also haben wir natürlich den Eindruck ein bisschen davon, dass es auch wirklich so ein bisschen aufgemacht ist wie ein Vokabel. Es ist ein Vokabellernbuch, ne? Also, ja. Es sind vorne sind die englischen Vokabeln drin und wenn ich jetzt eine deutsche Vokabel suche, ja, dann kann ich hinten gucken, guck Deutsch, wie heißt es auf Englisch und guck dann da rein. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Nightshift, die Nachtschicht. Ja, jetzt steht hier, also erstmal haben wir eine sehr schöne Lautschrift. Kannst du die normale Lautschrift lesen? Größtenteils, denke ich. Genauso wie ich. Würde ich so also vage ich behaupte, die normale Lautschrift, die können die wenigsten richtig lesen. Mhm. Ja? Und deswegen haben wir jetzt gesagt, wir schreiben es in Klammer nochmal so dahinter, wie du es auf Deutsch sprechen würdest. Also Nightshift eben N-A-I-T, Night und dann Shift, S-C-H-I-F-F-T, Nightshift. Wirklich auf Deutsch nochmal geschrieben, dass jeder weiß, wie ich es aussprechen muss. Mhm. Und das Bild für die Nightshift, also die Nachtschicht, wäre dann, in der Nachtschicht hat ein Mitarbeiter irgendwo Nightshift. Nike-Shift, bayerisch für reingepillert. Nike-Shift. Nike-Shift. Der hat wohl Nike-Shift, also schwäbisch oder bayerisch. Ich bin ja gebürtiger Schwabe, deswegen mir fällt das ganz leicht. Ich bin gebürtiger Niedersachse. Ja. Gut. Hast du auch was für Norddeutsche vielleicht da drin oder für Nordrhein-Westfalen im Zweifelsfalle? Da müssen wir natürlich auch wir könnten mal was suchen. Hier Nordrhein-Westfalen, hier zum Beispiel, hier sag mal schnell Pulli. Also
Seilzug, da diese Flaschenzug-Geschichte. Ja, ja. Ne? Flaschenzug heißt auf Englisch Pulli. Und jetzt brauche ich mir am Flaschenzug ja nur einen Pulli vorzustellen, wie der da so hängt. Da ist das Bild. Hat der Tom das? Das ist zwei zu den Jorge. Der Pulli am Flaschenzug. Ne? Genau. Also es gibt jetzt nicht für jede Vokabel so ein abgedrucktes Bild, aber... Aber man kann sich mit Bildern Dinge besser merken. Das ist, darauf beruht auch dein Gedächtnis, Komplettkonzept natürlich auch, dass man verbildert. Ne? Und das macht das Buch einem sehr einfach, dass man halt eben diese Verbilderungsgeschichten nicht selbst machen muss, sondern du gibst da schon was vor. Genau. Ja? Also das Problem für die Leute ist ja, guck mal, wenn du mal 30, 40, 50 Jahre alt bist, oder auch schon Kinder, wenn sie nur 15 sind, die sind schon vom Denken her so. Die sind durch Schule, durch Bildung, durch die ganze Gesellschaft, durch die Eltern, sind die im Denken so. Man darf kein Schweinskram denken, man darf keine schrecklichen Bilder denken, das muss alles immer, ne, du lässt viel Gehirnpotenzial einfach brach liegen. Und jetzt sollen die Menschen auf diese Bilder kommen, die hier zum Teil beschrieben sind. Und da sind so Sachen drin wie zum Beispiel Push heißt ja drücken. Ja, an Türen sieht man das. Push, Pull, ziehen, Pull, Push, drücken. Ja, da ist das Bild drin. Jemand sitzt hinter einem großen Busch. Busch hört sich ähnlich an wie Push. Und drückt sein großes Geschäft. Ne? Also wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, dann ist das ein witziges Bild. Darum geht's aber auch, dass du da ja auch Witz einbaust. Ja, aber es gibt halt viele Menschen, die können diese Kreativität nicht zulassen, weil sie sagen, nee, ich stelle mir nicht vor, wie da einer hinter den Busch kackt. Aha. Ne? So, dann ist das halt so. Wer seine Kreativität öffnet, komplett öffnet, der ist vorne mit dabei, gedächtnistechnisch. Im Endeffekt ist es doch so, kein Mensch fragt, wie hast du es dir gemerkt? Es geht in der Klausur, in der Klassenarbeit oder wenn du im Land bist, nur darum, du weißt es. Ja, genau. Und da sagt keiner, how did you jetzt hier merkt, dass du hier Push drückt und so. Fragt kein Mensch. Aber derjenige, der sich im Zweifelsfalle dagegen weigert, gegen dieses Bild, der hat das im Zweifelsfalle aufgrund der Verweigerungshaltung schon so verinnerlicht, dass er sich das auch schon wieder merken kann. Ja, was mir immer so auffällt, was sich aus der Vergangenheit auch heute noch ganz aktuell ist, zum Beispiel auch bei der Werbung natürlich, wie wir mit diesen Anglizismen ja auch konfrontiert werden, Big Medi Night zum Beispiel. Medi Night, Night, N-A-I-T geschrieben natürlich zum Beispiel, oder Vic Vaporub zum Beispiel, so heißt das ja. Das sind ja jetzt diese Beispiele, ne? Aber was ganz klar aus dem Englischen stammt natürlich und einfach nur in unsere Lautschrift sozusagen umgeschrieben worden ist, dass wir also praktisch zwar das richtig aussprechen, aber gar nicht lernen, wie es richtig geschrieben wird. Ja? Und bei dir ist es so, dass wir letztendlich hier die Schreibweise natürlich auch lernen und komplett und das mit dem auch merken. Die Schreibweise ist drin, natürlich, klar. Genau. Ja. Jetzt behaupte ich einfach, wenn sich jemand ein bisschen mit der Sprache beschäftigt, da hat er die Schreibweise drauf. Das Buch soll wirklich erstmal dienen, den Wortschatz drauf zu kriegen. Und damit kann ich 1500 Englischvokabeln innerhalb von, ich sag mal, von 2 Wochen. Das kann ich echt schaffen. Wenn ich mir Zeit lasse, dann brauche ich halt einen Monat, dann mache ich jeden Tag mal so 20, 30 Minütchen ein bisschen Vokabeln checken und habe nach einem Monat 1500 Vokabeln drauf. Mhm. Hallo? Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen? Ja, jetzt, also es geht ja ein bisschen ab von deinem normalen Gedächtnis-Trend, sag ich mal, von deiner Gedächtnisarbeit als Gedächtniscoach. Wie ist die Idee gekommen? Das kam eben aus den Vorträgen. Also wie gesagt, normal bin ich ja auf der Bühne für irgendwelche Firmen oder für irgendwelche Institutionen und halte Vorträge über das Thema, also über Thema Gedächtnis allgemein, Gedächtnistraining, wie merke ich mir alles Mögliche. Ja, ob das Vertriebsteams sind, die jetzt wissen wollen, wie merke ich mir meine Produktvorteile, meinen Kundennutzen oder meine Einwandsbehandlung im Kopf. Oder ob das Kunden von irgendeiner Sparkasse, Volksbank, was auch immer sind, die einfach so mal wissen wollen, wie merke ich mir Namen, wie merke ich mir meine PIN-Nummer oder so. Ja. Und da kam immer wieder hoch, Mensch, Vokabeln, wir hätten es gern vorgefertigt. Und ich habe halt dann immer 10, 15, 20 Beispiele schon gemacht und habe gedacht, jetzt müssten die selber umsetzen können. Und der Mensch ist, wie ich auch, im Prinzip faul. Keiner hat richtig Lust darauf, das umzusetzen. Es dauert am Anfang zu lange. Du denkst halt immer noch so und kannst es nicht komplett öffnen. Und deswegen haben wir halt Vokabeln gesammelt, hier der Helmut Lange und ich, das ist ja der Co-Autor dazu, haben wir gesammelt und jetzt hatten wir gute 1000 zusammen, haben wir gesagt, komm, zack, Buch, fertig. Und das schlägt ein wie eine Bombe. Hätte ich nicht erwartet. Unglaublich. Wie seid ihr auf diese 1500 Vokabeln gekommen? Also ihr hättet ja euch auch andere aussuchen können, aber ihr habt euch für die entschieden, die ihr jetzt hier drin habt? Das ist im Prinzip so ein Sammelsurium, was so sich im Laufe der Zeit auch angesammelt hat. Also wir haben jetzt nicht bewusst gesagt, wir müssen genau die 1000 nehmen und die müssen jetzt ein Bild bekommen. Also das hat auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ja. Ja, da fehlt vielleicht irgendwo, vielleicht ist Bad gar nicht drin. Ne, also aber. Ja.
Ja, das ist drin, aber es könnte, eine andere ist vielleicht nicht drin. Ich weiß es, mir fällt keine ein, die nicht drin ist. Aber nein, natürlich 1500 Vokabeln. Das Englische hat viel mehr, die englische Sprache. Also es fehlen einige. Das nächste wird sein, was wir machen, Business-Englisch. Das heißt, dass wir hier die Business-Begriffe rausziehen, nochmal einen ganzen Packen Business-Englisch-Begriffe draufpacken und wirklich sagen, das sind die wichtigsten Business-Englisch-Begriffe. Und das wäre das nächste Buch. Und dann wird es auch eins auf Spanisch zum Beispiel geben. Wir sind auch an anderen Sprachen schon dran. Spanisch gibt es ja, 800 Vokabeln haben wir schon. Pist ist auf jeden Fall drin, sehe ich gerade. Ja, pist zum Beispiel. Ja, besoffen, pist, blau. Pist, umgangssprachlich besoffen, genau. Wenn jemand besoffen ist, pisst er sich auch manchmal in die Hose. Ja. Und das Wort pisten, also Kolben, ja. Wenn das nächste Mal in der englischen Autowerkstatt einkehren muss zum Beispiel, genau. Ganz genau, dann weißt du auch das, wie du das merken kannst. Pisten hat einen Menschen Glamour. Stehen an den Skiabfahrtpisten. Ja, genau. Und handeln Mensch. Mit Hubkolben. Menschen standen an den Abfahrten und pisten. Pisten, oder das zum Beispiel, ganz genau, richtig. Aber interessantes Buch auf jeden Fall. Und hier, wie gesagt, auch interessant, dass es eben nicht nur irgendwie Business-Ausdrücke drin sind, sondern... Du, es ist witzig, wirklich. Was für den Alltag drin ist. Es ist wirklich auch lustig. Also es gibt Kumpels von mir, von denen hätte ich nie gedacht, dass die für so Gedächtniskrams in Anführungsstrichen überhaupt einen Kopf haben. Ne? Die haben immer gesagt, ja, Gedächtnistraining, ja, hin und her, brauche ich nicht. Ne? Jetzt haben die das Buch in die Hände gekriegt und haben sich wirklich bepisst vor Lachen fast schon, muss man sagen. Also, weil so viele witzige Sachen drin sind. Also das ist in der Tat auch ein Buch für jemand, der gar nicht Englisch lernen will und sich einfach nur mal ein bisschen amüsieren will. Ja, genau. Und er lernt dann nebenher unbemerkt eigentlich die ganzen Vokabeln. Weil sobald du das mit dem Geiste siehst, musst du lachen. Wenn du lachen musst, ist die Information abgespeichert. Und gerade für Kinder oder für ältere Herrschaften, die sich da noch mal ein bisschen was drauf schaffen wollen, das ist doch, also... Ich bin begeistert. Das merke ich. Aber das ist auch, wie gesagt, ein witziges Buch. Aber dein eigentliches, deine Kernarbeit ist, wie gesagt, eigentlich die Aufgabe des Gedächtnisprofis ja auch hier. Also, dass man sich Dinge merken kann, wie zum Beispiel Namen natürlich auch. Ja. Das ist etwas, worüber wir gleich noch sprechen wollen, auch wie man sich Namen richtig merken kann. Also Namen ist sofort im Prinzip mit Vokabeln, Vokabeln vielleicht sogar hinter Namen. Namen ist das, was die meisten Teilnehmer meiner Vorträge und Seminare wirklich am brennendsten interessiert. Ja, ja. Namen merken, Namen merken. Weil das ist so peinlich. Ne? Du lernst jemanden kennen, triffst den eine Woche später wieder, der sagt, hallo Jan Philipp und du musst sagen, ja, servus, ne? Du auch hier. Genau. Das ist doof. Deswegen Namen merken ganz wichtig. Du hast ja beim letzten Mal, als du hier warst, schon direkt hast du ja mit Jorge Kontakt aufgenommen. Genau. Da ging es um Pamela. Ganz genau. Ja, also den Strohhut. Deswegen hast du dir auch gleich Jorges Namen gemerkt und konntest ihn auch gleich... direkt mit Vornamen begrüßen heute. Super Sache, dass du da bist. Oliver Geiselhardt, deine Internetseite kopferfolg.de ist eine von denen oder auch Team Geiselhardt, also Kopferfolg einfach nur merken und hier sehen wir die Internetseite von Oliver Geiselhardt. Mal reinklicken und sich ein bisschen das Buch angucken. Auch mal auf Amazon.de klicken. Direkt bestellen. Wir wollen keine Werbung machen, aber... Nein. Überhaupt nicht. Nein. Nee, aber schön, dass du da bist. Wir sprechen gleich weiter, wie man sich am besten Namen merken kann. Der Gedächtnisprofi Oliver Geiselhardt ist zu Gast. Oliver Geiselhardt ist bei mir zu Gast, der Gedächtnisprofi, der aber auch dafür sorgt, dass Kinder und Erwachsene Englisch lernen, und zwar mit dem Buch Schieb das Schaf. Hammertitel, ne? Das ist der Hammertitel. Da geht es ja auch schon um Schieb, also ja, genau. Schieb das Schaf, ganz genau. Man sieht es ja. Wie man sich... Ja, wo haben wir den hier? Das Cover nochmal, nimmst du Jorge rein. Jorge, nimm die gerne mal los. Hier. Also Schieb, schieben und dann... Schieb heißt ja Schaf, das ist das Wortspiel da drin. Richtig. Und so merkt man sich es ja auch sofort. Wenn du dir vorstellst, ich schieb das Schaf, was heißt Schaf auf Englisch? Schieb. Ich lese gerade vorne auch, gibt es eine Spaßgarantie von dir? Gibt es Geld zurück, wenn man nicht mindestens einmal schmunzelt? Es gibt 100 Euro noch drauf, wer kein. Nein, Quatsch, nein. Wenn sie uns mögen, dann 100 zurück oder so. Wäre jetzt eine Ansage gewesen. Nein, ich habe da ja, das macht ja der Verlag, also... Spaß garantiert, ich meine, wir haben es vorher gesehen, da sind wirklich witzige Vokabeln drin. Mhm. 1500 fix und fertig verbilderte, gedächtnisgerecht verpackte Vokabeln lesen, im Geiste vorstellen, zack. Jeder wirklich, also da steht ja 100 und mehr englische Vokabeln pro Stunde. Das stimmt, wir haben das so oft getestet in Vorträgen, in Coachings, in Workshops. Neulich vor der Präsentation des Buches hatte ich noch so ein Online-Seminar, da hatten wir in 25 Minuten 52 Vokabeln. Ich habe dann gar nicht mal hochgerechnet, aber das müssten ja dann auf 115, 20 rauskommen pro Stunde. Also das ist mit Anfängern sofort machbar. 100 und mehr Vokabeln. Ganz, ganz easy. Ist jetzt schon ein absoluter Topseller. Genau. Spanisch wird die nächste Sprache sein. Spanisch kommt als nächstes. Ja? 800 Vokabeln haben wir schon, genau. Mhm. Wie setzt ihr euch denn hin? Also du und dein Kollege Helmut Lange, ihr seid die Autoren des Buches und...
nehmt euch irgendwie eine Kanne Kaffee oder eine Flasche Rioja, sage ich mal jetzt beim Spanier. Ja? Genau, und dann, eine Kanne Rioja. Und dann überlege ich... Strohhalm. Und dann ja, ganz Sangria-Eimer zum Beispiel. Da kommen dann vielleicht die besten Ideen. Ja, genau, kommen die besten Ideen. Ja, nö, das brauchen wir ja nicht mehr. Wir sind ja so schon gedanklich sehr frei und können alles zulassen. Aber in der Tat, wer mit der Kreativität und mit diesen Gedankenschranken so ein bisschen Probleme hat, für den macht es sich vielleicht gar nicht verkehrt, wenn er einen schönen Rioja erstmal trinkt. Übrigens ist Rotwein, Rotwein ist auch wissenschaftlich erwiesen, das beste Getränk fürs Gehirn. Affert. Ja. Das musst du uns jetzt aber, kannst du Professor Dr. Genau Ernst Pöppel hat das rausgefunden, in der Studien Pöppel. Ernst Pöppel von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Sowas weiß man. Ne? Ludwig-Maximilian, ja. Genau. Der hat rausgefunden, dass der durchschnittliche 80 Kilo Mann jeden Tag 0,4 Liter guten trockenen Rotwein trinken darf. Nochmal, wer? Der durchschnittliche, der durchschnittliche 80 Kilo Mann. 80 Kilo. Das heißt, wenn ja. ich mehr wiege, darf ich mehr trinken? So oder? Sieht's aus. 90 Kilo, du, wie viel hast du? Ja. Auch so in dem Bereich. 79. Ich arbeite daran. Ich, also, ich habe 90 Kilo, ich darf schön, schön einen halben gerade Liter. Gerade noch über meine Diät gesprochen, schon bin ich... schön, schön einen halben Liter Rotwein. Blöst hier. Das Problem ist nur die Geschichte mit der Sucht. Ja, also jetzt Spaß beiseite. Ja. Wenn jemand natürlich suchtgefährdet ist, hat er dann ein kleines Problemchen. Ich bin's nicht. Ich trinke mittags schön meinen Rotwein dazu, wenn es zum Essen passt. Meist lege ich das Essen so, dass es passt mit dem Rotwein. Trinke abends nochmal ein bisschen Rotwein. Und mein Hirn sagt, yippie, yay, alles ist gut. Okay. Funktioniert. Dann kommen die besten Ideen auf jeden Fall. Ja, Wein, die Kardiologen sagen ja auch, Wein ist gut fürs Herz, ja, weil es die Gefäße sauber hält. Das ist mit dem Gehirn auch. Das Gehirn wird besser durchblutet. Du kannst besser denken, du bist kreativer. Das ist einfach eine schöne Sache. Also, aber in Maßen bitte. Oder halt eben Zweifelshalle roter Traubensaft. Der roter Traubensaft, die ja. Gleiche verdammt, Wirkung. Hat eine vergleichbare Wirkung, ist aber noch nicht wirklich bewiesen, glaube ich. Oliver, wir sprechen über Schieb das Schaf schon gesprochen. Wie gesagt, das Ganze auch bald in Spanisch zu kaufen. Aber was du uns jetzt noch mit auf den Weg geben möchtest, ist, wie wir uns Namen sinnvoll merken. Ja, Namen funktioniert theoretisch identisch wie Vokabeln. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Lateinvokabel, nehmen wir mal eine Lateinvokabel, cubare. Ja, die Lateinvokabel cubare bedeutet liegen. Und wir haben, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du schon wieder bei Spanisch bist, beziehungsweise oder auch bei Latein, also sprich romanischen Sprachen, Jorge, unser chilenischer Kameramann an der 1, ja, da ist er, jetzt ist er auch gerade drauf, er steht eigentlich direkt dahinter. Da, genau, ja. Hier, da ist er, der Jorge. Und der wird das alles überwachen, was du letztendlich genau, also Kubare, von Kubare, Kubare heißt liegen. Ne? Ich glaube, du kommst eher aus Lateinamerika, oder? Da ist, ja, dann ist ja Latein deine Sprache eigentlich. Total. Spitzenwitz. So, also Kubare heißt liegen. Wenn man sich Kubare jetzt mal anguckt und aus Kubare mal ein Bild machen will, weil unser Hirn braucht ja Bilder ständig, ja? Bilder sind die Sprache des Gehirns, die Sprache des Gedächtnisses. Wenn ich aus Kubare ein Bild machen will, dann wäre da vielleicht Kuba drin und ein Reh oder eine Kuh und eine Bahre. Eine Bahre, ja. Ja. Und jetzt gucke ich, was bedeutet das Wort? Das bedeutet liegen. Jetzt nehme ich die Kuh und lasse die auf der Bahre liegen. So ist es. Und dann habe ich Kubare bedeutet liegen. Jetzt könnte es ja auch sein, was ich heißt lerne... liegen auf Spanisch, Jorge? Was? Liegen auf Spanisch? Liegen auf Spanisch. Ja, also sich hinlegen, sozusagen so, irgendwo liegen. Agostado? Agostado. Ja. Da denkt ihr mal jetzt ein schönes Bild zu aus. Ja, wieso? Dann lege ich mich an die Costa do Acostado. Also was ist ja an die Costa. Die Costa Brava, Costa Blanca. Agostado. Ich lege mich an die Costa do. Acostado. Man muss ja schon ein bisschen Dialekte einarbeiten dann auch. Dann ja, aber dann geht's. Gut, aber das ist dann auch wieder so, der Witz. Notier, das kommt in die nächste Auflage rein. Wie wird das geschrieben, Agostado? Agostado liege. Ah, wahrscheinlich mit G, ne? Agostado, oder was? Vielleicht hat der Helmut Lange das auch schon. Also bei mir, in meiner Sammlung ist es noch nicht drin, auf jeden Fall, Agostado. So, aber jetzt könnte ja zum Beispiel, Kubare könnte ja auch ein Nachname sein. Könnte ja ein Name sein. Es könnte ja sein, wir lernen eine Frau Kubare kennen. Ja? Dann müssten wir nur gucken, bei Namen ist wichtig, dass wir auffällige Merkmale dazu finden. Ja? Vielleicht hat die Frau Kubare irgendwie Flecken oder Hörner. Wie so eine Hörner? Kuh. Ja, wie so eine Kuh und Bahre. Das Bild haben wir ja schon. Also das Bild für Kubare haben wir ja schon gemacht. Das, ja die Flecken ganz ehrlich, oder? Wenn ich eine Frau mit Hörnern sehe, das merke ich mir auch so. Dafür brauche ich keinen Gedächtnisexperten. Genau, aber ja. Doch, ganz ehrlich, natürlich. Ja, aber lass uns einfach hier, Sophie zum Beispiel. Das ist immer ein gutes Beispiel, weil sie natürlich auf ihrem... Schön, wie mein Finger da so direkt genau, in die Kamera ja. rein. Aber Sophie sitzt auf ihrem Sofa und wie würdest du dir jetzt Sophies Namen merken? Sophie Kaiser. Ja, Sophie Kaiser. Also Kaiser ist ja klar jetzt, oder? Kaiser gibt sofort ein Bild. Mhm. Ne, sie hat was mit dem Kaiser.
Mit dem Franz. Ja. Mit dem Kaiser Franz? Mit dem Franzl Beckenbauer, oder? Dein vielleicht Kaiser. Auch so, vielleicht auch so ja. Die Kaiserin, die rapunzelmäßig ihr Haar runter. Nee, ich für mich nehme jetzt Franz Beckenbauer und sie himmelt Franz Beckenbauer an. Ja? Du würdest das jetzt mit Franz Beckenbauer. Als für Frau Kaiser. Kaiser muss ich an den Kaiser denken, an Beckenbauer. Der Kaiser. Wir können ja auch eine Kaiserkrone aufsetzen. Ja? Dann braucht sie aber noch ein Zepter für den Kaiser, damit wir nachher nicht Frau König sagen. Wir müssen Differenzierung reinbringen. Und Sophie? Sophie ist, haben wir letztes Mal ja schon gesagt, irgendwie, sie hat so viel Geld, dass sie sich alles kaufen kann. So viel, ne, greift in ihre Taschen. Ich komme, sie hat so viel Geld, hier so viel Geld, so viel Geld. So viel Rioja getrunken. Oder vielleicht. So viel Rioja getrunken. Man kann da, was bei sich, Bilder reinbringen ohne Ende. Ja, stimmt. Also eigentlich gar nicht so kompliziert. Dann, was? Nee. Ja, sie du zeigt, darfst nur sprechen, Sophie, hast die Stimme verschlagen. Sie zeigt immer, dass sie kein Geld hat. Die Taschen sind leer. Also okay, einmal. Geld, jetzt muss ich was anderes einfallen. Ja, der Franzl hat genug. Der Kaiser Franz gibt ihr genug, der Beckenbauer. Wunderbar. Gut, und Jan-Philipp Müller? Müller ist klar. Ja, Müller ist immer ganz klar. Jetzt hast du, das auffälliges Merkmal wäre bei dir, wenn wir jetzt mal so strategisch vorgehen. Auffälliges Merkmal. Normal treffe ich jemanden, sehe den zuerst. Jetzt sollte ich gucken, dass ich irgendwie auffällige Merkmale finde. Bei dir vielleicht der Bart. Ja? Ja. Der jetzt natürlich vielleicht beim der changen Party kann. Wieder, ja, ne, kann sich auch ändern, klar. Aber jetzt lassen wir den mal dran. Jetzt stellst du dich vor und wir bleiben jetzt vielleicht am Anfang erstmal bei Nachnamen und sagst, mein Name ist Müller. Ja? Dann stelle ich mir sofort vor, wie du aus deinem Mehlsack, den du gerade aus der Mühle geholt hast, ein bisschen Mehlstaub nimmst und dir den noch so in den Bart reinhaust. Ja, bei mir ist mehr Mehlstaub hier vorne dran. Wovon träumst du eigentlich nachts? Ja. Also das würde mich mal wirklich sag ich mir jetzt was nicht. Gehen da eigentlich, manchmal wache ich schweißgebadet auf und sage... Wenn du dir solche Geschichten merken musst, liegst du nicht manchmal irgendwie beim Schlafen, ja, gehen dir die wirrsten Sachen... Ich habe ganz komische Gedanken manchmal. Können wir hier nicht öffentlich machen können. Ja? Sophie, können wir nachher nochmal drüber reden? Nein, Quatsch. Also wir haben natürlich, klar, nein. Dann unser nach klar ist, du musst halt, 22 Uhr Programm. Nein, du musst kreativ sein. Ja, du musst schnell diese Bilder finden. Zum Beispiel bei meinem Namen. Müller ist ja noch schön, mit dem Mehlsack in die Mühle gehen. Oder du isst vielleicht Müller Milchreis oder Müller Milch trinkst du. Und mein Name, Geiselhart, ja, kann man sich auch schön verbildert merken. Und wir haben da schon mal was vorbereitet. Er hat hier, ganz, ganz unauffällig sein Arbeitsgerät mitgebracht. So. Wo bin ich? Hier bin ich, ne? Ja, hier, jetzt. Kannst du? Jetzt noch? Also doch hier, also Jorge. Okay, so, hier sind wir. Und mein Name ist Geiselhart. Und das kann man sich sehr schön merken, indem man sich vorstellt, ich geißel mich ganz hart. Oh. Oliver, und mit diesen Bildern, ja, gehen wir direkt nein, wieso jetzt schon? Zum Kollegen Marco Bargic und der Sendung schon Demo. Schon wieder vorbei. Es ist schon wieder soweit. Ich freue mich aber auch, dass du uns dieses Bild noch mit auf den Weg gegeben hast. Denn ich denke, das wird allen Zuschauern in Erinnerung bleiben und um 16 Uhr natürlich auch wieder bei NRW Live dabei sein wollen. Aber jetzt erstmal dranbleiben für Marco Bargic und wir sind dann um 4 wieder da. Bis 18 Uhr NRW Live hier bei NRW TV. Bis nachher.